Operation misslungen, Patient tot. Exitus in tabula nennt man das. Was passiert, wenn Patienten unter der Operation aufgrund eines Behandlungsfehlers sterben? Ich will das Ganze wieder anhand eines Falles erläutern, den uns jetzt meine Assistentin vorträgt. Meine Schwester hat sich wegen einer ambulanten Kniespiegelung in die Universitätsklinik Marburg begeben. Sie hatte seit einem Sportunfall Kniebeschwerden. Sie war 39 Jahre alt, aktive Sportlerin und kerngesund. Ich hatte 6 Monate zuvor denselben Eingriff machen lassen, bin zudem Krankenschwester und kenne den Ablauf. Der Eingriff findet zwar unter Vollnarkose statt, ist aber unproblematisch und man kann regelmäßig das Krankenhaus nach 6 Stunden wieder verlassen. Circa 21 Uhr bekam ich einen Anruf, dass meine Schwester verstorben sei. Mein Schwager war um 18.30 Uhr bereits von Professor L. angerufen worden, dass meine Schwester die nächste Stunde nicht überleben werde. Als er die Klinik um 19.30 Uhr erreichte, war sie bereits 12 Minuten tot. Der Beatmungsschlauch für die Vollnarkose hat nicht in der Luft, sondern in der Speiseröhre gelegen, ohne dass dies bemerkt worden ist. Erst als sie nach 20 Minuten blau angelaufen ist, hat man es bemerkt. Wiederbelebungsversuche zu diesem Zeitpunkt brachten nichts. Nach der älteren BGH-Rechtsprechung gab es keinen Schmerzensgeldanspruch des Opfers, den die Erben erben konnten. Denn das Opfer hat ja gar keine Schmerzen gehabt. Es lag narkotisiert auf dem Operationstisch und hat nicht gemerkt, wie es langsam keine Luft mehr bekam und dann gestorben ist. Das hat sich inzwischen aber geändert. Es gibt eine neuere OLG-Rechtsprechung und da wird auch bei der Zerstörung der Persönlichkeit, selbst wenn man nichts von diesem Prozess merkt, doch ein Schmerzensgeld ausgeworfen. Aber das setzt natürlich noch weitere Merkmale voraus. Nach deutschem Recht gibt es einen Anspruch gegen den schädigenden Arzt nur, wenn 5 Tatbestandsmerkmale vorliegen, nämlich Handlung, Rechtswidrigkeit, Verschulden, Schaden und Kausalität. Und um das festzustellen, ob diese Merkmale vorliegen, ist es grundsätzlich immer erforderlich, ein Gutachten einzuholen. Ich empfehle meinen Mandanten, sofern sie gesetzlich krankenversichert sind, über die Krankenkasse ein MDK-Gutachten einzuholen, weil die oft besser sind. Das ist aber im Todesfall schwierig, weil es inzwischen eine Bestimmung gibt, nämlich § 59 SGB 1, nach der Ansprüche erlöschen, wenn der Krankenversicherte gestorben ist. Man kann es versuchen, aber möglicherweise wird es nicht gehen und dann muss man in einem solchen Fall doch die Schlichtungsstelle bei der Landesärztekammer für ein Gutachten bemühen. Das dauert lange, ist aber kostenlos und ohne Gutachten geht es nicht. Es geht zwar auch mit einem Privatgutachten, aber dafür müsste man eben Geld auf den Tisch legen. Wenn es wie in diesem Fall mit dem falsch liegenden Beatmungsschlauch notwendig ist, Beweise zu sichern, gibt es auch noch andere Möglichkeiten. Man kann beispielsweise ein Todesermittlungsverfahren in Gang setzen. Dazu muss man eine Anzeige bei der Polizei oder bei der Staatsanwaltschaft machen, die dann eine Obduktion in Auftrag gibt. Falls das im Einzelfall mal nicht geschieht, weil der Staat der Meinung ist, da ist nichts dran, kann man eine solche Obduktion oder Autopsie auch privat in Auftrag geben, kosten ungefähr 500 Euro. Wenn sich danach ergibt, dass ein schuldhafter Behandlungsfehler vorliegt, dann können Ansprüche geltend gemacht werden, und zwar verschiedenster Art. Zunächst gibt es einen Anspruch auf Schmerzensgeld, den das verstorbene Opfer selbst hat und der dann Kraft Erbrechts auf die Erben übergeht und von diesen dann geltend gemacht werden kann, wenn man nicht die Erbschaft ausschlägt. Da muss man vorsichtig sein, wenn das Opfer überschuldet ist und man schlägt aus, dann geht auch der Schmerzensgeldanspruch nicht über. Dann gibt es Ansprüche aus eigenem Recht, beispielsweise Schadensersatzansprüche, Unterhaltsansprüche, Ansprüche auf die Erstattung eines Haushaltsführungsschadens und möglicherweise auch einen eigenen Schockschadenanspruch. Früher hat man das bei Verkehrsunfällen so gesehen, wenn Angehörige den Tod des Opfers mitbekommen haben, dann haben sie
aus diesem Schock heraus einen Anspruch geltend machen können. Und heute ist es anerkannt, dass es auch im Falle des Behandlungsfehlers diese Schockschäden gibt. Darüber hinaus ist 2017 dann auch noch ein Hinterbliebenengeld eingeführt worden. Das können solche Personen geltend machen, die dem Opfer, dem Verstorbenen, besonders nahe gestanden haben. Da gibt es in der Regel so um die 10.000 Euro. Das müssen nicht nur Familienangehörige sein, bei denen wird das Näheverhältnis vermutet, sondern es können auch sonstige nahestehende Personen sein. Wenn diese ganzen Voraussetzungen vorliegen, der Arzt oder die Versicherung aber nicht zahlen will, dann kommt es möglicherweise zum Prozess. Solche Prozesse kann man über die Rechtsschutzversicherung finanzieren, wobei zu differenzieren ist, wenn es um die Geltendmachung des Schmerzensgeldanspruchs des Verstorbenen geht, dann kommt es nicht darauf an, ob die Erben rechtsschutzversichert sind, sondern dann muss der Verstorbene rechtsschutzversichert gewesen sein und dann kann man aus übergegangenem Recht dessen Ansprüche geltend machen. Sonst bei eigenen Ansprüchen der Erben, beispielsweise Schadensersatzansprüchen, müssen diese rechtsschutzversichert sein. Oft wird von der Gegenseite, um die Erbenstellung nachzuweisen, noch ein Erbschein verlangt. Das kostet auch Geld, aber dagegen kann man einwenden, wenn das Erbe in anderer Weise nachgewiesen werden kann, beispielsweise durch Vorlage eines Testaments, dann ist ein Erbschein nicht erforderlich. Sie finden weitere Hinweise zum Hinterbliebenengeld und zur Erstattung der Beerdigungskosten noch in extra Videos, die ich auch im Rahmen dieser Serie gedreht habe. Und jetzt nochmal vielen Dank an meine Assistentin. Das war's zum Tod des Patienten.